Viele Menschen verbringen zwischen 80% und 90% ihres Lebens in Gebäuden. Um gesund zu bleiben, sollten diese möglichst wenig belastende Einflüsse aufweisen. Die Baubiologie gibt hier seit Jahrzehnten wegweisende Antworten rund ums Bauen und Wohnen. Baubiologie ist die Beziehung des Menschen zu seiner Umgebung, zu seiner gebauten Umgebung. Baubiologie beschreibt die Kriterien eines Gebäudes, damit das Gebäude den Menschen gesund erhält, damit der Mensch im Gebäude nicht krank wird. Die Baubiologie beschäftigt sich also mit dem Thema Bau und Dämmstoffe. Richtige Auswahl des Bauplatzes, gibt Informationen zu Haustechnik und Architektur und liefert zu den meisten Fragen rund ums Bauen und Wohnen eine Antwort. Also was schlimmstenfalls passieren kann, ist einfach, dass der Mensch krank wird. Es gibt ja diese Sick-Building-Syndrome. Das beginnt möglicherweise bei Kopfschmerzen, bei immer irgendwie Kränkeln bis hin zu Asthmaanfällen, bis hin zu Allergien, bis hin zu Burnout oder dieses klassische Sick-Building-Syndrom, wo man nie genau sagen kann, woher kommt es, aber der Mensch ist immer irgendwie krank. Ziel ist es also, mit dem aktuellsten baubiologischen Wissen Neubauplanungen so zu unterstützen, dass hochwertige Wohn- und Arbeitsumfelder geschaffen werden. Das funktioniert aber auch bei Sanierungsprojekten und bestehenden Wohnungen. Also was wir da jetzt hören, ist das WLAN im Gebäude. WLAN ist sehr oft ein hoher Einflussfaktor im Gebäude, der oft stärker ist, wesentlich stärker ist wie die Einflüsse von außen. Und WLAN wird sehr oft vergessen zum auszuschalten in der Nacht. Man sollte vor allem in der Nacht die Funkbelastung im Haus bzw. am Schlafplatz gering halten. Und gering halten sollte man auch sogenannte elektrische Wechselfelder. Das Problem bei den elektrischen Wechselfeldern ist, dass der Mensch sehr schnell an diese Wechselfelder andockt und in der Nacht nicht zur Ruhe kommt. Ich habe einen Fall gehabt in der letzten Zeit, wo eine Frau 5 Jahre lang in der Nacht nicht gut geschlafen hat. Und irgendwann hat der Arzt zu ihr gesagt, sie muss das Gebäude bzw. ihre Schlafumgebung ansehen lassen. Und in diesem Sinne haben wir diese Wechselfelder gemessen und nach dem Entfernen dieser Wechselfelder, das heißt das Abschalten des Stromes, ist sie wieder zur Ruhe gekommen und hat gut geschlafen. Die baubiologische Beratung orientiert sich übrigens an den dafür entwickelten Leitlinien. Das sind die 25 Leitlinien der Baubiologie, ist im Endeffekt kondensiertes Wissen, das die Baubiologie für den gesamten Gebäudebestand entworfen hat, wo hinter jedem Punkt natürlich sehr viel Erfahrung und Wissen dahinter steckt. Und durch die Orientierung an den 25 Leitlinien wird gewährleistet, dass der Mensch mit seinen Bedürfnissen in Haus, Firma und Wohnung an erster Stelle steht.